Meine lieben Leute, der gute Cyrus will uns eben was zeigen, hat er gesagt. Ne? Wir rennen ihm mal hinterher. Ich glaube, er ist in diese Richtung gelandet. Ist er natürlich nicht. Ist er in die Richtung gelaufen oder in welche? Ich glaube, da ist er. Er will uns was zeigen. Und wir rennen ihm mal hinterher. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Oder er wartet auf jeden Fall auf uns. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Da ist er, Cyrus. Wir suchen ja, ne? Wir suchen ja. Ah, da bist du ja. Ich hab gewartet. Okay. Tut mir leid, Cyrus. Ich kam so schnell es ging. Ist in Ordnung. Schaut, dort ist er. Wie ich gesagt habe. Komm schon. Ich weiß nicht, Cyrus. Das sieht gefährlich aus. Gibt es keinen anderen Weg? Nein. Oh, Vorsicht! Ich werde es festmachen. Mein Gott! Oh mein Gott! Cyrus! Erstaunlich, Cyrus! Ich kann nicht glauben, dass du das warst! Jetzt geht's los! Wow, Junge, du bist stark! Natürlich war ich's! Ich bin stark! Schau! Ich weiß! Ma sagt immer, ich hätte mehr Muskeln wie Hirn. Ja nun, da hat sie wahrscheinlich recht, Cyrus. Wahrscheinlich, Es ist nicht... Cyrus, wo bist du? Oh, ich muss gehen. Wie sollen jetzt alleine rüber? Meine lieben Leute, Was bist du da am Betrachten, Alien Delaney? Okay, können wir jetzt hier... Meine Leute, ich glaube, da warten schlimme Dinge auf uns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehr schlimme Dinge. Komm, Alien, so schwer kann das nicht sein. Der Baum sieht ziemlich dick und stabil aus. Und Cyrus ist da sogar drüber gejumpt, also ne. Komm Baby, gib alles. Ja. Und einen kleinen extra Applaus für Miss Adrienne Delaney. Yay. Alright. Wir gehen tapfer in die Richtung, wo der Pfeil hingeht, ne. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist ein Rasenspringer oder was ist das? Das ist ein Knopf. Ich kann nichts machen. What is that? I want to see that. Ah, das sieht irgendwie aus wie ein Teil von einem Teleskop, ne? Okay, wir haben zwar noch kein Teleskop gefunden, aber okay, ich lege das mal wieder weg. Hier, flupp. Ja, gehen wir mal weiter. Eigentlich will ich nicht, aber... Okay, da sehe ich ein Teleskop. Das ist dann wahrscheinlich schon eine praktische Sache. Irgendwas rot. Liebe Leute, ich glaube, das ist... Das ist kein nettes Gewächshaus. Wir gehen trotzdem mal rein. Scheint ein wenig kahl zu sein. Die Pflanzen sehen ein wenig verdirrt aus. Muss ich singen? Ich glaube, ich habe Angst, ich muss singen. Nein, ich singe nicht. Ich bin tapfer. Ich spreche nur amerikanischen Akzent. Oh.
What is that? Sultan, was machst du hier? Wolltest du etwas? Warum hast du... Sultan! Sultan! Lass mich in Ruhe! Ja. Zu deinen Pflanzen! Scheiße! Ich wusste, irgendwas ganz Fürchterliches wartet auf uns. Ich wusste nicht mehr genau, was es war, aber ich wusste, dass da was wartet. Und das war gut. Es war eine leichte Parallele zum Beginn des vierten Kapitels. Ne? Da war ja auch Dawn noch anfangs, hat da zärtlich versucht, Adrian zu überzeugen. Und das ist dann auch ausgeartet, aber das hier ist nochmal anders ausgeartet, denn die Lady ist auf jeden Fall tot. Und wir, so beschissen das klingt, wir leben noch. Ne? Und ja, sie ist auf jeden Fall jetzt bei ihren Pflanzen, wie er Sultan das gesagt hat. Das ist Sultan Kano, ne? Oder Kano Wasch, ne? Oder das ist. Gut, wir gucken uns mal das Ding hier an. Wir haben ja, glaube ich, diese Linse gefunden, ne? Die passt, sieht da sehr passend aus. Ich kann nicht sehen. Gut, aber wir haben ja dieses Ding und das. Also dafür, dass sie gerade so eine Szene gesehen hat. Ein Stück der Linse scheint zu fehlen. Aber wir haben das passende Stück Parab, Baby, glaube mir. Dafür, dass sie gerade so eine Hammer-Szene gesehen hat, ist sie relativ entspannt und relax. Ich wäre schon dreimal weg gewesen, Freunde. Also das sind wir mal ehrlich. Das Haus ist schön. Hat Ambiente. Ich stehe auf meinem Wahrsageapparat, aber darüber hinaus, ich glaube, ich wäre schon lange weg. So, pass mal auf, Baby hier. Wir haben dieses Ding gefunden. Das hat so schön geblunken in der Sonne, ne? Probier das doch mal mit, damit er die sieht. Ja, jetzt nochmal gucken, Baby. Was ist denn das für ein Fenster neben dem Turmzimmer? Das will ich noch mal sehen. Wie Fenster neben dem Turmzimmer. Hm.
Da ist das Tonzimmer. Ach, meinte das drei. Meinst du das Fenster hier oder das da oben? Ich weiß nicht, was sie meint. Was ist denn das für ein Fenster neben dem Turmzimmer? Okay. Na gut, also sollen wir hier nochmal reingehen, Freunde? Okay, da geht's nur wieder raus. Hier haben wir da Dinge gefunden, dieses Mordinstrument. Da geht's auch wieder raus. Da gehen wir mal hier gucken. Die Töppe. Waren das Puppenköpfe? Es waren keine Puppenköpfe. Es war vermutlich die Frau. Können wir das mal angucken? Kann ich da irgendwas machen? Nee. Das sieht aus wie ein paar Rippen, wie so ein Torso. Das ist so. Der hat die nicht mehr verbuddelt, der gute, böse Soltan. Der hat die einfach da reingestopft. Er wollte wahrscheinlich sich eine neue Frau ziehen. Ne? Also, hat gedacht, das ist Samen. Ne? Vielleicht wächst was, ne? Aber das ist ein grobes Missverständnis gewesen. Okay, Freunde, das ist. Ich glaube, wir gehen besser. Das ist. Ja, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ne? Wir gehen dann mal. Das ist. Sind wir ehrlich? Ja. Sie hat jetzt gesehen, wozu dieser komische Knilch in der Lage ist und sie hat auch gewisse Veränderungen an Don bemerkt. Also spätestens jetzt, Freunde, wäre ich weg. Ne? Mach ich... Was soll ich den Helden mimen, Freunde? Ich wäre weg. Ne? Ich würde meinen Wahrsagapparat schmerzlich vermissen, bin ich ehrlich. Aber ich bin lieber lebendig als ein toter Wahrsager. Ne? Mach ich euch nichts vor, ne? Kommt es jetzt ein bisschen besser drüber? Ja, okay. Alright. Gut. Oder auch nicht gut. Hat sich hier irgendwas geändert? Wenn wir schon mal hier sind, können wir nur kurz reingucken. Aber I don't think so. No, no. Das ist alles gleich geblieben. So, gucken wir mal bei Cyrus. Oder? Wer kann das sein? Der Elektriker, der Telefonmann? Ich bin der Telefonmann. Das ist Cyrus. Und ich gehe immer ran. Das Telefon klingelt doch. Ich bin im Keller. Bro, ich gehe ran, denn ich bin schneller. Ich bin der Telefonmann. Und ich gehe immer dran. So, ist doch bestimmt der Telefonmann. Oder bist du der Telefonmann? Ah, hatte der schmierige Typ ja gesagt, ne? So, jetzt will ich mal noch mal ganz kurz hier mit Cyrus. War der da wieder mit der Katze am machen? Warte mal, wo, Moment. Cyrus? Wo war jetzt Cyrus? Moment. Komme ich denn da nirgendwo hin? Doch, da, Moment. Na? Ja gut, dann gehen wir erstmal ins Haus. Cyrus können wir uns immer noch kaufen, ne? Das scheint auf jeden Fall der Telefonmann zu sein, ne? Der Telefonmann. Das ist der Telefonmann. Cool. Schwenk? Kein Schwenk. Hey, Telefonmann, bist du der Telefonmann? Hallo? Hallo, Sie installieren das Telefon. Hi, ja, ich bin Mike. Hey, Mike. Personal hat mich reingelassen. Gut, ich werde langsam verrückt ohne Telefon. Ja, das kann ich verstehen. Sie haben es hier wirklich sehr schön, Ma'am. Adrian. Ja, nicht wahr? Wirklich sehr schön, ha? Huh? Okay. Okay, der Telefonmann. So, ich würde aber doch ganz gerne Cyrus nochmal irgendwie interviewen. Moment.
Wir gehen nochmal raus. Ich breche das dann auch mal ab. Das mache ich zwar nicht gerne, das wisst ihr. Aber der war da irgendwas am Machen. Oder war der nur am Holz am Hacken? Wir gucken mal ganz kurz. Cyrus, Baby. Ah, der ist... Okay, wir quatschen nochmal mit ihm. Denn, wir haben ja doch ein paar schreckliche Dinge gesehen, ne? Cyrus? Nun, ich, ist alles in Ordnung? Ja. Okay, gut. Gut. Okay, er kann es auf jeden Fall. Gut, pass mal auf, dann müssen wir ganz kurz reingehen. Ich würde viel lieber hier ein nettes Picknick machen, so eine schöne Bank da, ne? Und, ich verlaufe mich, immer verlaufe ich mich, Freunde. Oh, waren wir überhaupt schon mal drauf? Okay, wir gehen mal hier hinten rein. Wir wissen, das ist die Hintertür, ne? Da kommen wir auch rein, wenn wir schon mal da sind, ne? Ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, ob wir es schon gemacht haben. Einen Blick in die wunderbare Spiegel, in diese vierten Kapitel. Ich denke, wir haben aber hier, ne? Wir haben ja gerade vorhin diese gruselige Ermordung von der vermutlich Frau Canovas gesehen, ne? Und aber hier scheint nur alles beim Alten zu sein, okay. Ja, jetzt kommt gleich wieder die Musik, wenn da. Gut. Gut, dann gehen wir zurück. Gehen nochmal in der Halle gucken. Ne, wir gehen. Moment, ich will mal ganz kurz in der Küche gucken, ob ob Henriette in der Küche ist. Schauen wir mal, was die Dame so macht. Ah, da ist er am Spülen. Cool. Quatschen wir sie mal ganz kurz an. Weil da war ja irgendwie. Ich wollte die mit der sprechen oder irgendwie. Henriette? Ja. Vergessen Sie es. Nichts. Okay. Henriette ist am Spülen. Das war eine gute Sache. Ich werde jetzt mal ein kleines Aufnahmepause machen und ja, wir haben da doch ziemlich. Das war also das vierte Kapitel. Ja, hat sehr krass gestartet und ja, in dieser Folge auch. Das wird nicht der einzige Tod bleiben. Leute, ich sag vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen und sagen soll, Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde, haltet euch locker, ciao, ciao, sagt euer doch sehr schockiertes Spielkind 45, ciao, ciao. Henriette, wenn du da fertig bist, kannst du bei mir weitermachen.